befinden uns hier an einer der größten Mikroalgenfarmen der Welt. Wir beschäftigen uns also hier mit dem Anbau und mit der Verarbeitung von sehr, sehr kleinen Algen für ganz unterschiedliche Industrien. Wir sehen hier schon unser Glasröhrensystem. Das kann man sich vorstellen wie ein riesiges Aquarium, bestehend aus 500 Kilometern Glasröhren mit einem Nutzvolumen von 600.000 Litern Inhalt. Wir bauen hier ein gutes Dutzend verschiedener Mikroalgen für ganz unterschiedliche Industrien an. Hier wird also Biomasse aufgebaut, das was jeder Landwirt auf dem Feld auch macht. Das Potenzial der Algen, vor allem im Bereich Lebensmittel, ist riesig. Wir stehen vor der Herausforderung, dass die Weltbevölkerung weiter wächst und die landwirtschaftlichen Nutzflächen auf der Erde bleiben ungefähr gleich groß. Das heißt, pro Kopf steht immer weniger Fläche zur Verfügung, um genügend Lebensmittel anzubauen. Jetzt sind das hier tatsächlich auch Wasserpflanzen, die wir in diesem Aquarium anbauen. Und auch diese Systeme lassen sich dort bauen, wo normale Landwirtschaft nicht möglich ist. Also auch hier können wir unabhängig von fruchtbaren Böden Landwirtschaft betreiben. Kombiniert mit diesem rasanten Wachstum der Algen ist das ein riesiges Potenzial, zumal die Algen auch alle Nährstoffe enthalten, die wir als Lebensmittel brauchen oder die wir von Lebensmitteln erwarten. Mit Algen als Lebensmittel im industriellen Maßstab beschäftigt man sich eigentlich erst seit ungefähr 65 Jahren. Das ist also ein sehr, sehr junger Zweig der Aquakultur, wenn man so will. Schon heute schätzt man, dass in 70% aller Lebensmittel Alge steckt. In Zukunft wird diese Entwicklung natürlich weitergehen. Zum einen werden wir sie als Inhaltsstoffe in Lebensmitteln haben, um dort zum Beispiel Vitamine anzureichern. Auf der anderen Seite werden wir Algen kulinarisch immer mehr einsetzen, indem wir sie quasi als natürliches und gesundes Gemüse in Speisen verarbeiten. Also diese beiden Entwicklungslinien werden stark wachsen.